Ohnmacht, Wut, Kampf. Die Tanzperformances von Lia Rodriguez zeigen archaische Emotionen. Gewalterfahrung, Alltag in Brasilien. Mein Tanz, den ich ja schon über so viele Jahre ausübe, ist verbunden mit der Realität, in der ich lebe. Er hat mit dem zu tun, was ich mache, wo ich bin. Ich bin eine Person, die mit beiden Beinen auf dem Boden steht. Ich arbeite im Hier und Jetzt. Lia Rodriguez lebt in Rio de Janeiro. In einer der größten Favelas, in Maré, gründet sie 2009 ihr Kunst- und Kulturzentrum. Hier probt sie mit ihrer Kompanie. Sie selbst hat jahrelang in Frankreich getanzt. Nach ihrer Rückkehr war ihr klar, sie will ihre Kunst weitergeben. Auch in sozialen Brennpunkten wie Maré. Hier bildet sie kostenlos die jungen Tanzenden aus. Das war eine wichtige Erfahrung. Ich stand da nicht nur als Lehrende, sondern auch als Lernende. Ich glaube, das ist die richtige Einstellung, wenn man irgendwo hinkommt und den Ort nicht kennt. Ich bin eine weiße Frau aus der Mittelschicht und habe eine privilegierte Position in Brasilien. Ich konnte wählen, Künstlerin und Choreografin zu werden. Diese Chance haben die meisten brasilianischen Jugendlichen nicht. 130.000 Menschen leben in Maré. Viele davon sind unter 18. Die Favelas liegen am Stadtrand von Rio de Janeiro. Wer hier aufwächst, hat kaum Zukunftsperspektiven. Unter der Regierung Bolsonaro sind Gelder für soziale Einrichtungen und für Kultur dramatisch gestrichen worden. Drogenhandel und Kriminalität blühen. In den berüchtigten Vierteln bekriegen sich Gangs und Polizei. Menschen verschwinden, werden ermordet. Lia Rodriguez und ihre Tänzer wenden sich gegen die Gewalt in Maré. Sie organisieren eine Protestaktion gegen staatliche Übergriffe und Rassismus. Geben denen eine Stimme, die ausgegrenzt sind, die nicht zählen. Wir haben noch sehr viele Kämpfe auszufechten und wir wissen nicht, wer gewinnt. Wie lange dieser Krieg noch dauert. Trotzdem müssen wir uns jeden Tag dafür einsetzen. Für den Kampf gegen Ungleichheit, gegen den Genozid und vor allem gegen das Patriarchat, das die Welt zu dem gemacht hat, was sie ist. Schockierend direkt trägt die Kompanie die Kämpfe auf die Bühne. Es liegt im Auge des Betrachters, welche Assoziationen sich einstellen. Die Choreografien von Lia Rodriguez sind auch in Europa sehr erfolgreich. Doch für ein brasilianisches Publikum dürfte unmittelbar klar sein, welche Kämpfe hier ausgefochten werden. Es geht auch ums Überleben. Lia Rodriguez bekommt keine staatlichen Zuschüsse für ihre Arbeit und ihre Kompanie. Für künstlerische Arbeit und gar für politisch Engagierte gibt es unter der Regierung Bolsonaro quasi keine Luft mehr zum Atmen. Lia Rodriguez gibt nicht auf. Sie weiß, ihre Arbeit wird international anerkannt. Im September 2021 bekommt sie in Deutschland den katholischen Kulturpreis. 25.000 Euro immerhin. Für neue Tanzprojekte, aber auch für soziale. Seit der Corona-Pandemie sammelt sie Kleidung und Essen für Familien in der Favela. In unserer Schule lernt man nicht nur tanzen, sondern es geht auch um Genderfragen zum Beispiel und um vieles, was die Favela betrifft. Wir wollen, dass die Schüler bewusste Bürger werden. Wir bilden nicht nur Künstler aus, sondern Künstler-Bürger. Lia Rodriguez glaubt fest an die transformatorische Kraft des Tanzes. Sie will weiterkämpfen und sich für Veränderung einsetzen. In Brasilien und auf den Bühnen der Welt.